Freunde, hier sind wir wieder bei den Sims und heute sind wir bei den Farnhearthstones, Im unseren Vampiren. Vampirhaus, in der Ja, Fledermausmeile. genau. Genau, Arthur ist okay. Ja, es ist auch immer noch Nacht, das Ja. heißt, wir könnten rein theoretisch Mal rausgehen. rausgehen, ja. Und vor allen Dingen, also mich würde halt mal ganz brennend interessieren, was dieses Vampirtraining zu bedeuten hat. Na gut, schauen wir Oh, doch schau mal, mal, Vlad ist jetzt. ob wir hier vielleicht irgendwen antreffen. Oder wir könnten ja auch mal schauen, ob wir. Nein, wir wollen nicht dahin gehen. Können wir irgendwo. Heulender Wölfe im Hintergrund? Ah, guck mal, da geht einer mit dem trotteligen Gang. Ja. Familie, hier, Caleb Vatore besuchen. Dann los. Nein, wir wollen allein. Oh Gott, wer bist du? Baku Young, Bakuyan. kenne ich überhaupt nicht. Anthony und Zoe sind da. Na gut. Warum kann der. Ja, ihn können wir ja mitnehmen. So, dann reisen wir da mal hin. Das ist jetzt der andere Vampir, der da Das ist wohnt, dieser ne? andere Vampir, also das ist nicht der Graf, das ist dieser andere, dieser komische, der mit dem die sich da. Die Eisenhut-Villa. Ah, da ist Wer steht ja denn zum da Beispiel. noch? Ah, Hui! hallo. Oh! Oh. Was ist denn mit dir? Hello. Ja, er ist halt ein Hexenschuss! Senior, ja, wahrscheinlich. An Tür klopfen. Ach, los. Ihr sollt jetzt da hinten nicht quatschen, ihr sollt hier an die Tür klopfen. Nun los. Mach hin, Vlad. Guck mal, wie der läuft. Ja. Oh, weg ist die Tür. Ah, da ist. Ach, Jetzt können wir guck. rein. Guck mal an. Caleb Hallo, Caleb. Vatore. Von Herzen kommendes Kompliment. Über Lieblingsschriftsteller Yanabi. reden, ja. Hallo. Kennenlernen. Oh, wir sagen Hallo und er steht auf und geht. Ach, er Kompliment nicht über so Haus hochmut. machen und warte mal, er könnte mit ihr mal freundlich vorstellen. Grasha. Vatore, Oh, wo wir Grusher, ja, so ungefähr. Honka, Oh Mann, die haben aber schon ein besseres Haus, wa? Ja. Oh, Vampirkampf geht auch. Ne, dafür sind wir aber noch nicht Scheiß. wirklich Über Plasma-Aromen ja. reden. Ha? Ich meine, was machen Kennenlernen. Vampire so? Kennenlernen. Guck mal, die haben sogar eine So, jetzt Orgel da schalten wir drin. nochmal auf ihn. Rainbow. Witz über Pantomimen erzählen ist vielleicht auch nicht schlecht. So, tiefgründige Unterhaltung. Und haben wir jetzt hier mal irgendwo dieses Bitten zu verwandeln? Er ist doch schon ein Vampir. Ja, das war. Das konntest du, glaube ich, auch gar nicht Nee, gucken. Bewunderung ausdrücken. Wie denn? Oh, die ist. Was ist mit ihr? Ach nee, doch nicht, ich dachte. Nein, die stirbt nicht. Lustige Geschichte erzählen. Lombeck. Da, um Vampirtraining bitten. Vielleicht hat der gute Arthur ja schon Glück. Und wie sieht's bei ihm aus hier? Auch um Vampirtraining bitten. Fragen wir einfach So, mal. genau. Wir sind gerade Weil er ist, guck mal, er ist schon. neugierig. Wir sind eigentlich mit dem schon befreundet. Also von daher. Mann, das ging ja schnell. Ah. Was? Comedy-Fähigkeiten? Nein, du sollst ein Vampirtraining machen. Er hat jetzt erstmal Witze erzählt. Hey, Also, Babe. dann zeig ich doch mal, was ihr so drauf habt. Ja. Na dann, erzählt uns was. Der Gang. Wow. Okay. Ja, nee, aber. Plus Vampirtraining? Hallo? Kräfte zeigen, ja, auch nicht schlecht. Nee, nee, er soll. Ja, jetzt funktioniert's. Aber das können die doch schon. Ja. Aber vielleicht verbessern sie jetzt ihre Fähigkeit dazu. Es scheint nicht so zu klappen bei Vlad ist ein bisschen Vlad. eingerostet, wahrscheinlich. Okay. Was ist Arthur, denn mit euch beiden, was ne? macht ihr denn jetzt hier so? Nix. Vampirtraining, hallo?
Wir machen ihr nochmal ein Kompliment. Bolido. Das Haus. Und jetzt? Wechsel, du sollst dich nicht hinsetzen, du sollst deine Kräfte trainieren. Ja. Vlad ist schon abgekackt. Penny Rujenga. Habani. War das jetzt schon das Vampir-Training oder was? Ja, sieht aus. Geht nicht mehr. Und, nee, Vlad muss warten, bevor er den Sim von dem Sim unterrichtet werden kann. Ja, ich denke mal, das war das jetzt schon, oder? Das kann sein. Kann die nicht mal ein paar Kräfte zeigen? Hier, sie konnte das so viel schnell laufen. Ja, zum Beispiel, aber... Ach, er muss auch warten. Er muss auch warten. Da habe ich aber kein Training gesehen. Nö. Nicht so wirklich. Naja, auf jeden Fall scheinen sie hier Spaß zu haben. Sie können sich ja ein bisschen mehr anfreunden. Den Tag verschönern. Über Nachbarn tratschen. Nach Karriere fragen. Reicht das jetzt nicht erstmal? Ja, überörtliche Jugendbeschwerden, so, und Vlad kann hier mit seinem Kumpel Kompliment machen, nach Tag fragen. Kann man wirklich so alles hintereinander weg? Ja, natürlich, nee. Was macht sie jetzt? Oh, sie trainiert. Das mache ich auch immer. Weißt du, wenn wir Besuch kriegen, ja, dann schmeiße ich mich mal auf den Boden und fange an, Sit-Ups zu machen. Oh, bitte nicht. Arthur singt doch schon so schrecklich. Oh, mit dem Zwei-Finger-Suchsystem. Eieieiei. Cool, cool. Da muss er aber echt noch dran arbeiten. Ne? Gleich geht die Stimmung im Keller. Das ist. Könnte sein. Gleich geht die Stimmung im Keller, ich sehe es. Musikliebhaber. Also da würde ich vorschlagen, er redet lieber über seine Lieblingsbands, oder? Ja, wie auch immer. Wir werden sehen. Witz über Vampire erzählen. Oh, das könnte in die Hose gehen. Wir werden sehen. Was ist das für ein Witz? Gute Frage. Okay, sie lachen aber. Ja, immerhin. Er zumindest. Sie denkt sich, oh Mann, noch so ein mächtiger Komiker. Ja, es kann sein. Aber guck mal, er lernt schnell. Also vielleicht... Er spielt immer noch nur mit zwei Fingern. Ja. Ich denke mal, bis er eine richtige Vampir-Melodie spielen kann, wird es noch ein bisschen dauern. Was ist denn jetzt mit dem Vlad? Vampir-Training bitten? Nein. Warum nicht? Vampirkräfte. Was haben wir denn hier? Schauen wir uns das doch mal an. Oh, wir sind noch nicht wirklich stark. Nee, nicht, kann man nicht behaupten. Wir sind irgendwo da unten, Vampir-Novize. Noch nicht ganz sogar. Oh Gott, oh Gott. Was müssen wir denn dann wohl tun? Ja, ich denke mal, wir müssen weiter Vampir-Sachen vielleicht auch noch mal ein paar... Nehme deine Schwächen an. Ja. Kämpfe nicht dagegen an. Wie sieht das bei... Oi, Arthur ist inspiriert. Like... Kraftpunkte 5. Kann man denn hier jetzt irgendwas kaufen? Persönlichkeit entblößen. Fledermausgestalt. Fledermausgestalt ist cool. Okay. Ah, das kann man, können wir uns jetzt hier besorgen. Was ist das? Okkultismus. Blablabla, was ist das? Stets willkommen. Jedes Mal um Erlaubnis zu bitten, ein Haus zu betreten, ist wirklich umständlich. Ja. Arthur kann nicht einfach nur uneingeladen ein Haus betreten, sondern die Tür mit ein wenig Vampirenergie nach Lust und Laune auf- und abschließen. Wird er Verwüstung hinterlassen? Aber klar doch. Na gut, dann nehmen wir das auch dazu, ja. Halluzination hervorrufen. Jeder braucht einen Freund, nicht wahr? Aber was ist, wenn sich Arthur diesen Freund nur ausgedacht hat und er gar nicht wirklich existiert? Niemand wird es merken.
Ja, ist bestimmt auch Lutz, dass ein anderer Sinn mit sich selbst redet. Naja, wir verbrauchen weniger Vampirenergie. Das glaube ich vielleicht nicht schlecht. Weil er ist ja schon hier immer am Limit mit seinem... wollte ich jetzt gerade mit Vlad auch machen. Dass er hier schon mal was, der hat auch 5 Punkte, Persönlichkeit entblößt. Vergiss die langweilige Konversation und lerne andere richtig kennen. Vlad geht der Persönlichkeit eines Sims auf den Grund, indem er einen direkten Blick in sein Frontalhirn wirft. Verstehe. Ist das nützlich? Weiß ich nicht. Ich finde die Fledermaus sehr nützlich. Die ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz nützlich. Niemand verdächtigt eine Fledermaus. Liebe. Und niemand käme auf die Idee, dass Vlad als Fledermaus herumfliegt. Ultraschall aussendende Kreatur. Also, und vor allen Dingen hier auch dieses stets willkommen finde ich sehr gut, weil der kann ja dann einfach rein. Und vielleicht machen wir auch bei ihm weniger Vampirkraft verbrauchen, ne? Ja. Also ich denke mal, das ist so am Anfang hier erstmal das Sinnvollste. Okay. Was war eigentlich hier? Vertrockneter Magen, Vlad übergibt sich, wenn er... Ja, gut. Die ganze Nacht. Oh, wir müssen gleich langsam sehen, dass wir nach Hause kommen. Oh, holt doch mal jemand den Jungen von der Orgel weg. Oh, jetzt können wir den Sim 24 Stunden am Stück wach halten. Ja, haben wir, glaube ich, gerade. So. Banu Smith Beninj? Man kann ja einfach mal so ein bisschen erzählen. Snady Growl. Nee. Bokroka. Sargi is super. Sie tratschen über einen Bär. Oh, gute Frage. Und über einen und Dino? Ein Dino, ja. Wie alt sind die? 5? Also, ja, er ist gerade voll in seinem Element. Und hast du gesehen, er trägt Stöckelschuhe, fast sowas wie Stöckelschuhe. Oh Gott. Wann haben wir ihm die denn angezogen? Haben wir wahrscheinlich nicht genau hingeguckt, als wir ihm die angeguckt haben. Ja, wahrscheinlich haben wir die nur von Aber ich glaube, wir müssen bald wieder zurück nach Hause. Es ist Viertel vor 5, wann geht die Sonne auf? Ja, warte mal, freundlich auf Wiedersehen sagen vielleicht. Auf Wiedersehen. Und Vlad kann dasselbe machen. Auf Wiedersehen. So, und dann gehen die beiden mal nach Hause, würde ich sagen. Okay, dann können Sie vielleicht als Fledermaus fliegen? Wollen wir das mal ausprobieren? Weißt du, wie es geht? Nein, leider nicht. Hä? Zumindest im Moment weiß ich es noch nicht. Aber wir finden es raus. Wir finden es raus, auf jeden Fall. Aber das wäre doch cool, wenn er jetzt als Fledermaus fliegen könnte. Ja, das wäre schon cool, aber sie sind ja schon auf dem Weg nach Hause. Wir sind schon fast da. Locus 2.0. Was ist Locus 2.0? Der leutselige Locus. Ach so, ja, okay. Das ist wahrscheinlich ein Klo, was dir zuhört. Das kann sein, ja. So, Arthur. Wo ist Vlad? Der ist wahrscheinlich schon drin, weil er schlau ist. Könnte sein, ja. Also, Arthur, geh mal hier rein. Als Fledermaus hier hinfliegen. Mach mal. Ja, los. Komm, zeig's. Wo bist du? Da, Flutsch und Fledermaus. Oh, die ist aber cool, süß. Wo ist Vlad? Ach, der ist schon drin, siehste? Okay. Siehste, der war clever, der ist gleich reingegangen. Hygiene, nö, ist nicht so wichtig. Ja, Durst geht so. Haben wir Plasmabeutel? Nee, aber vielleicht können wir... Vampirgeheimnisse... Knoblauchsamen wollen wir mit Sicherheit nicht kaufen. Die Vampirgeheimnisse müssten unsere Stinkmans mal... Ja, die müssen das auch mal machen, auf jeden Fall. Damit... Ich glaube, dann kommen die mal. Ja, wir löschen die mal. So. Ich gehe jetzt meinem Papa erschrecken. Ja, so ungefähr. So hatte sich das gerade ausgesehen. Was hat der denn gedacht? Er ist kokett. Aber warum? Er ist alleine. Mit wem redet er denn? Gute Frage. So, jetzt die Sonne aufgegangen? Oder? Könnte sein. So, schlagartig. Ja, kann sein. Da war sie.
Aber gut, es war ja eigentlich ein ganz erfolgreicher Besuch, finde ich. Sie haben ja jetzt angefangen mit Vampir-Training. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht übel. Und sie kann sich in einem Zähne machen. Ja, er möchte kalt duschen, weil er kokett ist. Aber wir haben nur eine Badewanne. Vielleicht kann er kalt baden. Oh, nee, er kann baden, aber ich, Was ist mit ihm? Er ist glücklich. Okay. Ja, ich glaube, dieses Rumgeklimper auf der Orgel hat ihn ziemlich glücklich gemacht. Das kann sein, ja. Ah. Und jetzt üben wir ein bisschen. Ja, ich meine, warum nicht? Also die Theatralik ist in der Geste schon das ist gut schon, enthalten. Ja, das ist schon nicht übel. Oh, das gab Kopfschmerzen. Er hat sich wohl, glaube ich, selbst getroffen mit dem Ding. Das gab Kopfschmerzen. Ja. Ihr geht jetzt nicht Basketball spielen. Die Sonne ist aufgegangen. Ja, nein, ihr geht nicht Basketball spielen. Vlad hat wirklich manchmal seltsame Ideen. Vampirrang aufsteigen, führe Vampiraktionen durch, siehste, und verwende Vlad, ich habe von einem Konzert in dem verlassenen unterirdischen Kaufhaus im Modeviertel gehört. Da ja, müssen wir einfach hin. Nee, aber nicht jetzt, du. Wir, warum nicht? Nein. Es ist unterirdisch. Ja. Ach komm. Nein, nicht jetzt. Oh. Nicht jetzt. Wieso nicht? Weil wir jetzt schon abgelehnt haben. Sie unterhalten. Ja, ich glaube schon. Sollte er nochmal fragen nach irgendwas, können wir das ja dann mal annehmen beim nächsten Mal. Ich frage mich immer noch, warum die sich fotografieren können. Ja, das weiß ich auch nicht so ganz, aber sie scheinen sich auf jeden Fall sehr gut zu verstehen. Ja. Also Vlad herrlich, findet sich ja, findet sich offensichtlich gerade sehr Dings. Aber ich glaube, die beiden sollten sich mal langsam hier zur Ruhe begeben. Unsere Folge ist nämlich auch langsam am Ende. Okay. Von daher würde ich sagen, Vlad, steig mal in deinen Sarg. Das war Arthur, meinte ich, und Vlad, steig du mal in deinen. Schlaft schön, träumt ja. Süß. Gute Nacht, nee, guten Tag, wie auch immer. Guten Tag. Und rein da, und rein da. Oh, Vlad hat sogar Häschen pushen an, so. Wenn er schlafen wird. Also, beim nächsten Mal werden wir dann mal schauen, ob wir irgendwelche Aktivitäten mit dem guten Moment, wie heißt er? Caleb, oder der guten Lilith. Mhm. Dann mal starten mal und mal gucken, was wir da so machen können. Ja. Und die Stinkmans können wir auch da, das, vergessen. Nein, da werden wir uns dann auch wieder in einer der nächsten Folgen werden wir wieder bei den Stinkmans reinschauen, was die so treiben. Ja, die müssen mal ein bisschen recherchieren. Die müssen mehr recherchieren. Ich meine, Zoe ist ja schon gebissen worden. Ja. Von daher. Scheint aber nicht so viele Auswirkungen zu haben. Ja, noch nicht wahrscheinlich. Vielleicht muss sie nochmal gebissen werden. Okay, wir wünschen euch einen wunderschönen, sonnigen Tag. Ja, keine was auch Vampire. Immer ihr gerade macht, macht es richtig. Und esst Knoblauch. Esst jede Menge Knoblauch. Weil ihr wisst ja nie, wer neben euch wohnt. Ne? Eben, oder wer hier plötzlich in der Tür steht. Ne? Also dann. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.